Hallo und herzlich willkommen zurück zu Factorio Folge. Ich habe keine Ahnung mehr, wie viel. Ich bin immer noch in derselben Aufnahmesession. Und was wollte ich jetzt machen? Ach so, ja, ich wollte mal meine neue Rüstung testen gehen an den Monstern hier drüben. Und ach nee, wir gehen erstmal hoch und gucken, ob der Stein noch irgendwo ist. Wir haben hier echt ein Steinproblem. Ein steiniges Problem sozusagen. Jo, Steine, Steine, Steine. Was ist denn das? Was ist. Ach, das ist hier Öl und hier ist noch ein kleines Nest. Aber keine Steine. Ich werd blöde. Hier wird geballert. Kann ich gleich ein bisschen Munition noch da lassen. Verteidigung hier was, mich schützen kann. Aber hier ist immer noch kein Stein. Hier, mal mitballern hier. Oh ja, das ist eine gute Richtung. Wir müssen das hier kaputt machen. Erstmal die Teile kaputt machen. Oh, Mann, 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 Mann. Keine einfache Aufgabe. Auch mit so einer guten Rüstung, ne? Weil das ist gar. Tja, das. Ja, da kommen wir jetzt so schnell nicht an. Nee, hier kommen wir auch nicht durch. Hau ab, Mann. Hier wird es da irgendwo Stein geben. Das ist dann ja euer Ernst. Dass die nicht hier unten lang gehen. Wir brauchen echt Steine. Oh, unsere Rüstung ist schon mal ganz praktisch. Puh. Das macht mir jetzt echt Sorgen, dass wir keine Steine haben. Naja, ist halt so, ne? Kann man nicht ändern. Wir bauen weiter Hochöfen. Man sieht, das geht schon ziemlich schnell los hier. Aber immer noch zu langsam. Deswegen wollen wir die jetzt austauschen. Ich glaube, man braucht die gar nicht abbauen, man kann die gleich draufsetzen, ne? Mann, 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 deswegen. Genau. Ach, Matze, was ist los mit dir? Ja, ich denke mal, jetzt sollte die Eisenproduktion also volle Bude laufen. Kann man den auch wieder umdrehen? Ja, Munition haben wir jetzt auch genug. Aber Steine, also. Was mache ich denn da jetzt? Jetzt bin ich ein bisschen überfragt. Alle Fälle erstmal weiter die Dinger hier austauschen. So, jetzt müssen wir uns mal überlegen, was wir als nächstes machen. Handgranaten. Handgranaten wurden ja eingesetzt. Handgranatenproduktion. Kriegen wir die Kohle auf alle Fälle weg. Naja, warten wir noch ein bisschen damit. Das ist erstmal nicht so wichtig. Das braucht man. Das ist ein Auto? Ja, eigentlich auch nicht. Öl. Pyrotechnik, Kunststoffe, Schwefel, ja, ist Öl. Nicht bauen hier. Wir werden mit dem Motor weitermachen. Den brauchen wir auf alle Fälle. Dann können wir nicht ein Schienennetz bauen. Eine Eisenbahn mehr nicht.
Und uns dann von am Arsch der Welt die Kuh, den Stein, dass der die das Stein holen. Das ist auch nervig hier, muss ich mal sagen. So, na gut, gucken wir, ob ich den haben. Hm, bisschen was. Verbauen wir das mal schnell. Das ich finde, hier fehlt echt Papierkorb bei dem Spiel. Papierkorb wäre echt klasse. Wie sieht mit der Kohle hier aus? Hm, das geht. Wir müssen. Ich will jetzt mehr Kohle hier reinbauen. Ich haben die ja noch genug. Ne, wir lassen es erstmal so. Ich werde auf alle Fälle unser Steinvorkommen ja mal ein bisschen schützen. Weil hier sind überall unfreundliche Wesen. Doppelwendig natürlich. Wir haben es ja mit unserem Stein, ne? Wir haben ja genug Stein, nicht? Na komm schon. So, gut. Haben wir noch Geschütze? Ja, eins. Na, immerhin. Das setzen wir mal mit hier hin. Ah, diese Völker da oben, ne? Also. Stein. Also wir brauchen als nächstes großes Etappenziel wird sein, Eisenbahn zu her. Also ja, für Steinproduktion, für Hochöfen wahrscheinlich. Ne, eigentlich brauchen wir die ja gar nicht so dringend, aber was wir haben, haben wir. Und das werden wir auch machen. Ja, ja. Mal kurz strecken. So, 7 Hochöfen haben wir wieder. Da fehlt was. Und zwar. Das muss man ja haben. Ist ja klar. Wieso fehlt denn hier was? Das ist ja auch ein Ding. So, ja. Alles klar. Ja gut, die produzieren jetzt halt natürlich mehr, ne? Die Hochöfen. Also geht natürlich schneller. Also kommt hinten nicht mehr an. Das hieß, wir können noch ein paar bauen. Ja. Und wir brauchen mehr Eisen. So. Das bringt unsere Energie, Wirtschaft nicht so durcheinander. Da. Und den Baum wieder wegmachen. Und hier. Und hier. Und hier. Genau. Ah, das sieht schon mächtig aus, ne? So. Riesige Anlage hier oben. Ja gut, vielleicht manche sagen, ist das riesig, da habe ich viel größer ausgebaut. Ja, ich aber nicht. So, jetzt haben wir nochmal 4 mehr Erzmaschinchen. Was ist das hier? Mann! Oh. So, feuerfrei, Junge. Jetzt haben wir hier einen Stau. Wie kriege ich denn das zweispurig? Ich geh weg mal vielleicht. So sieht es zweispurig aus. Kommt also eine ganz schöne Menge an Eisen hier an. Ah, die letzten kriegen aber
Naja, warten wir mal ab. Gucken wir mal, wie das jetzt aussieht. Die letzten jetzt wohl was abkriegen. Das also, müssen wir es abkriegen. Jetzt habe ich so viel. Ja. So funktioniert das. Also jetzt habe ich eine Eisenproduktion. Heidewitzka. Ich gar nicht mehr so viele Hochöfen, glaube ich. 22. Was viel brauche ich absolut gar nicht mehr. Hier sind alle voll. Hier sind auch alle. Hier die 4. 8 noch, ne? 8 Stück noch. Das Ding ist auch bald im Eimer. Ein abbauen. Nicht abbauen. Klemmen wir unsere Kohle wieder rein, damit unser Inventar mal ein bisschen leer wird. Ist ja furchtbar. Die ist ja eigentlich noch zu erwarten. 366 ist nicht mehr viel. Ist wirklich nicht mehr viel. Brauche ja ich gar keinen mehr, weil die kommen eh nicht hinterher. Oh, wir haben ja was fertig geforscht. Genau, da war ja was. Wir können jetzt Elektromotoren herstellen aus Rohr, Eisenrad und Stahlträger. Genau. Das ist gut, wo, ist bei der Eisenbahn auch gleich die Schiene mit dabei? Ich weiß es gar nicht. Flammenwerfer und Landminen, das nehmen wir, das ist cool. Gut, dann beginnen wir mal mit Elektromotoren. Sind hier Stahlträger haben wir, Omats Eisen, wie immer. Wir machen das jetzt am blödsten. Wir werden hier die Hälfte wegnehmen, weil das brauchen wir eh nicht. Das ist zu viel. Eisen da sammelt sich dann da an. Genau. Sollte sich jetzt was ansammeln. Wofür habe ich denn eigentlich zwei Greifer? Achso, ja, ist ja klar. Sammelt sich anscheinend nichts an. Der kommt so schnell gar nicht da, was hier auch durchgeht, ne? Dann werden wir vielleicht hier auch noch ihn abzwacken. Mach ich es jetzt am dürfsten. Einfache Lösung funktioniert. Hier einfach einen Greifer hinzumachen. Da ja ein bisschen das Band leert. Es kommt doppelt so viel an auf alle Fälle. Ich glaube nicht, dass sie das. Ich hoffe nicht, dass. Nee. Ja, man sieht. Sammelt sich das jetzt schon dort? Das ist gut. Sammeln ist gut. Dann führen wir das nämlich weiter. Perfekt. Was wollte ich überhaupt machen jetzt? Ich habe schon vergessen. Ach so, ja, Motoren wollte ich herstellen. Also Verbrennungs- mit Motorenbestandteile. Das ist auch fertig. Das ist gut. Brauchen wir eine Effizienzerhöhung. Motoren, wir brauchen Stahlträger. Stahlträger haben wir. Eisenzahnräder werden aus den Dingern gemacht und Stahlrohre auch. Das heißt, wir müssen jetzt zwei Produktionszweige hinbauen. Der Stahl.
Und wir brauchen unbedingt Fließbänder. So, die erste Produktion. Ich werde das alles hier hinten hin verlegen. Die erste Produktion. Wo sind sie denn? Besplint. Ja gut, Leute. Die Folge neigt sich wieder dem Ende entgegen. Ich werde jetzt erstmal einen Cut machen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao.